jetzt erstmal zurück zum Turm. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das jetzt eine Verbesserung schon für das Schwert, was ich in der Hand habe. Hätte ich den zweiten Boss schon schneller töten können. Geweihtes Schwert mechanischer Stachel. Erhalte genug Entschlossenheit durch den Angriff auf Gegner, um eine mächtige Waffenfähigkeit zu aktivieren. Ach so. LB und RB gleichzeitig drücken. Yes. Lass mich an deinem Tau lecken. Das ist nämlich die Sache, der Schurke hat nur zwei Entschlossenheit. Da kann ich so häufig die Spezialwaffenfertigkeiten benutzen. So. Der ist weg. Hier oben ist eine Höhle und da unten ist eine Höhle. Also ein Durchgang. Der kommt mir bekannt vor. Ja, so ist das halt. Und da ist eine weitere Hülle. Komm her, Kettenmann. Ich brauche dein Fleisch. Der sieht so ein bisschen spanische Inquisition-like. Ich komme im Namen Gottes. Wie ist die aufgeteilt? Mehr Entschlossenheit. Haltbarkeit, dafür weniger Ausdauer. Also die erste Hülle ist, glaube ich, die ausgeglichene, obwohl ich das beim Ritter nicht gedacht hätte. Nutzen wir direkt mal 500 Tau für die Freischaltung seiner Geschichte. Don't overindulge. Salomon der Gelehrte. Existence is a curious matter. The greatest triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Ja, was hat der so zu für Skills? Das Töten eines Gegners mit einer verstärkten Konter gewährt die Chance, seine Entschlossenheit vollständig zu regenerieren. Salomon hat eine Chance, sich zu heilen, wenn er eine Waffenfertigkeit zum Töten eines Feindes einsetzt. Beim Halten einer göttlichen Glandulla erhält Salomon 25 zusätzlich maximal Gesundheit. Ohne Halten einer Glandulla erhält Salomon ein maximal Entschlossenheitssegment. Was auch immer eine Glandulla ist, vielleicht eine Waffe. Die Verhärtungsdauer deiner Gegner bei der Trennung von Salomon erhöht sich.
Salomon wird schneller mit Gegenständen vertraut und erhält einen Einblick, wenn er zum ersten Mal Überlieferungen liest. Beim Reden mit einem NSC erhält Salomon ein Entschlossenheitssegment. Bringt einen Gegner mit einem starken Tritt aus dem Gleichgewicht. Achso, das sind diese Fähigkeiten. Er hat erneut eine letzte Chance, wenn du genug Gegner besiegt hast. Letzte Chance ist das, wo ich rausfliege aus dem Körper und wieder reinsteige. So, sollen wir mal gucken, wie die andere Höhle hinführt. Ups, nicht wieder in die Falle laufen. Die Fallen ein bisschen dicht beieinander stehen. Oh, geil. Damit kann ich den direkt ausschalten. Klar kostet das Entschlossenheit, aber für den Dicken lohnt sich das. Stimmst du mal ein bisschen leiser? Die hängen da irgendwie rechts an der Seite. Der hängt da fest am Baum. Bisschen Schwund ist immer. Da war gerade noch was in der Kiste. Verdammt! Ach, die Kiste. Danke. Dreimal verziertes Zeichen. Aber kannst du nichts dafür, dass ich in die Falle gelaufen bin. Das war ja nicht deine Absicht. Ach, da unten ist der. Das ist ja richtig scheiße. Thank you.
Nein! Ja, das ist jetzt nicht so geil gelaufen. Oh, ja, bitte! Ich wollte natürlich nicht darunter fahren. Da oben hängt übrigens der Typ fest. Da soll der wahrscheinlich nicht stehen. Dir. Kommt er echt aus der Ecke wie so ein Gollum. Mein Schatz. Ach, der hat eine Erkenntnis fallen lassen. Okay, die machen wenigstens nicht so viel Schaden, die Fernkämpfer. Ups, mein Fehler. War gar nicht nötig. So, ich wollte wenigstens den Weg auch richtig freiräumen. Obwohl ich wirklich die Orientierung jetzt schon verloren habe. Irgendwo da links oben war das Loch, aus dem ich gekrochen bin. Thank you.
Ich sehe das Leben der Feinde sehr gut. Du kannst es aber umstellen. Also du kannst auch die HP-Bar permanent einblenden lassen. Und die wird halt nur angezeigt zur Zeit, das ist auch so eingestellt, wenn du die triffst. Vor allem bei den normalen. Du musst bei den Anvisierungspunkt gucken in der Mitte. Da kommt ein Kreis drum. Du wirst in dem Spiel stärker und gibt es Level. Du kannst Tower einsetzen, um... Oder... Wie heißt das Zeug nochmal? Die nächste erfolgreiche Parade erstattet die Entschlossenheit. Und kannst halt Fertigkeiten für die Höhlen freischalten. Oh, das sieht doch mal aus, als wenn wir hier was finden könnten. Kann ich zu dir hinkommen? Tut mir leid, hier ist ein bisschen eng zum Kämpfen. Nichts gegen dich. Ah, eine Truhe. Großer Bolzen. Und das Abbild von Eri drin. So, nicht runter. Hauptsache, ich falle nicht runter. Alles andere ist mir egal. Kann nicht benutzt werden, diese Hülle ist unbekannt. Ich verliere nicht die Gegenstände, die ich eingesammelt habe, wenn ich... Also, auch diese speziellen Gegenstände für die Waffenverbesserung. Tar. Es ist wirklich Tar und nicht Tau. Weil normal die anderen Gegenstände verlierst du ja auch nicht, wenn du stirbst. Ich dachte, hier kommt... Was bist du denn für einer? Du siehst aber nicht sehr freundlich aus. Ach doch, ich habe noch getroffen. Ach, da ist eine Hülle. Das wird wahrscheinlich die Hülle sein, wo wir oben schon das, ich vergesse mal das Totem. Sieht aus wie von einem König.
Viel HP, ganz wenig Ausdauer. Ja, Haltbarkeit voll, Entschlossenheit wenig, Ausdauer wenig. Nicht Salomon, nicht Thiel. Warum kann ich nicht zu Harus wieder zurückwechseln? Harus ist doch der Ritter. Entschlossenheit ist für die Spezialangriffe. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Glaube ich. Also es sieht... Obwohl, ist das wie ein Speicherpunkt in dem Sinne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir anscheinend in ein anderes Gebiet rein. Welcome to your mortal park. Ja, und da vorne ist die nette Dame. The entrance is not far, Foundling. But you may regret trespassing. I speak not only of my brothers and sisters, but of their twins. Von meinen Brüdern und Schwestern. Just as every flame casts a shadow, so too does the spirit. And here they manifest. Reflections, birthed from a broken mirror, a shattered place. Und ja, wir müssen wahrscheinlich noch die restlichen Waffen einsammeln. Trotzdem war ich interessiert, hier eben mal reinzugehen. The Ovat made promises of an end to war and human suffering. Promises all were desperate to hear, myself not least, for I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in their book, swearing myself to the deathless doctrine. My armor clattered on the ice as I knelt before them and asked myself if I would ever be worthy. Ilrims Angriff verursachen Haltungsschäden, wodurch Feinde öfters in Wanken geraten. Eredrim fügt Gegnern, die alleine kämpfen, zusätzlichen Schaden zu. Eredrim erhält die Chance, gelegentlich einen Niederschlag zu widerstehen. Nach einer erfolgreichen Tötung verringert sich Eredrims erlittener Schaden um 10 Sekunden um 5%. Wobei ich sagen muss, in dem Spiel sind 5% nix. Beim Zurückgewinnen von Eredrim fügt dein nächster Angriff massiven Schaden zu und lässt deine Feinde gelegentlich in einem blutigen Nebel explodieren. Irim erhält pro toten Feind einen Hinrichtungspunkt. Jeder Punkt erhöht den Schaden des einfachen Angriffs. Die Punkte gehen bei der Trennung von Eredrim verloren. Oh, der kann sich immer weiter verstärken. Und die HP kannst nochmal um 15% hochziehen bei denen. Ich wollte nur mal lesen.
Da ist wieder der riesige Fisch. Der kriegt ja echt kaum Schaden. Aber dafür halt, ne? Kannst auch mit der Ausdauer nicht viel verteilen. Sein Ausweichen ist immer Rolle. Ih, der Fisch ist im Weg. Ey, hör auf, mir ins Gesicht zu schlagen. Jetzt erst deiner Frau. An der hast du ja auch geübt zu Hause. Boah. Alter! Es war auch lange genug politisch korrekt hier. Ja, ich meine ja ihn, er ist der Böse, nicht ich. Er und seine Frau zu Hause. Alle macht den Frauen. Alle macht den Frauen. Warum kann ich keine weibliche Hülle übernehmen? Jetzt nehme ich wieder keiner ernst. Oh mein Gott, ey, wie der manchmal um den Gegner rumfliegt, ne? Ich habe ja noch eine zweite Chance. Also es sollte eigentlich nicht scheitern. Der hat übrigens eine Waffe, die ich haben will. Das ist nämlich eine Waffe, die bei mir zum Beispiel an der Wand hängt, im Turm. Sei versteinert, ich esse mal eben.
Ich weiß, die Kämpfe dauern schon mal ein bisschen länger. Aber so ist das einfach. Man muss halt immer auf seinen Moment warten. Der wollte jetzt einen komischen Ringelrange-Spezialangriff machen. Vor allem wurde darum gebeten, dass ich eine gewisse Sache noch nicht zeige im Spiel. Aber ich weiß nicht mehr welche. Aber es hat nichts mit diesem Kampf zu tun. Ich muss irgendjemand drei Items finden. Und du sollst doch nicht spoilern, wer der Endgegner ist später. Ich weiß auch nicht, was dieser Kampf hier eigentlich soll gegen den Hadern. Wahrscheinlich ist das der Kampf gegen meine Seele selbst. Und jetzt? Hier ist unter Wasser. Boah, ich werde schon wieder vom Fisch gefressen. Dafür hätte ich vorher einfach mal die Waffen nehmen sollen, die daneben sind. Oder die sind erst gekommen, als ich jetzt den Kampf besiegt habe, also ihn im Kampf besiegt habe.